Ja, auch wieder drei. Idiot. So. Ist dann zwar noch ein bisschen... Na komm, noch ein bisschen dunkel. Aber das passt soweit. Das passt soweit. Und es ist, glaube ich, doch ganz gut, dass wir wirklich alles ausfüllen, weil sonst es wäre wohl doch ein bisschen... Ich könnte natürlich auch sowas hier machen. Na, dann passt das halt hier nicht mehr. Nee, wir füllen die alle aus. Das ist schon okay. Ich kann ja später mit den Meselampen. Ich glaube, die sind sogar noch heller als das Glowglass. Na komm. Müssen wir mal schauen. Ja, hier so. So. Da-da-dam. Ist nur temporär. Man könnte hier drüber natürlich auch irgendwie noch Details reinsetzen. In dem Fall bleibt das Glowglass ja nicht. Aber jetzt ist es hier zumindest schön hell. Da kann man dann nämlich jetzt schön den ganzen Boden rausreißen. Und daher auch wieder ein bisschen wertvollen Cobblestone. Von dem wir ja generell viel zu wenig haben. Ganz unironisch gesprochen. Wieso haben wir so wenig Cobblestone in diesem Spiel? Das ist unglaublich. Klopf. Das erinnert mich an dunkle Zeiten mit einem anderen Spiel. Mit ähnlichem Konzept und selber Inspirationsquelle. Indem ich mal im normalen Modus ja ein komplettes Bergmassiv abgebaut habe. Es hat auch mehrere Tage gedauert und ich konnte am Ende kein Geklopfe mehr ertragen. dafür war dann das Bergmassiv weg und eine so halbwegs schöne Landschaft wurde dann geschaffen. Da, wo einst das Bergmassiv war, anstatt einfach einen anderen Ort zu suchen, wo die schöne Landschaft schon existiert. Weil, aus Gründen. Gibt es zum Glück auch keine Dokumentation mehr drüber. Das ist lange her und ist hoffentlich vergessen. Und wir lassen die Natur nämlich jetzt ja so, wie sie ist. Wir bauen ganz natürlich und rein ökologisch. Warte mal, hier kann man doch auch mit diesen Dingern... Kann man da nicht noch irgendwas... Guck mal, hier kann man nämlich... Ja, kann man nämlich diese hier draus machen. Und die setzen wir in den Boden. Dann ist es nicht so ganz eintönig, verstehste? Gibt dann zwar nicht mehr davon, aber... Es sieht ein bisschen abwechslungsreicher aus. Wir fangen mal so rum an. Die könnte man auch geil an der Seite setzen, ne? Mal hier mit dem... Von oben sind sie halt so, aber von der Seite sind die halt auch so glatt. Wenn man die dann so übereinander baut, ne? So als Design irgendwie, geht natürlich auch. Ist ja nicht alles schlecht an der Moonbox-Mod. Bis auf die Tatsache, dass die Mod die Standardtreppen überschreibt und beim Deinstallieren der Mod alle Treppen komplett unbrauchbar macht. Und dass natürlich irgendwie das Positioning im Arsch ist, weil die Mod das On-Place überschreibt. Aber ansonsten, ich habe keine Schmerzen, diese Mod zu benutzen. Und darf sie halt nur nicht wieder deinstallieren. Und sie bringt halt auch viele schöne Blöcke mit. Ja, sonst darf man ja auch nicht vergessen. Weil im anderen, ja, und diese ganzen schrägen Blöcke und der Boden im anderen mit dem Holz, das ist ja auch, das ist alles von Moblox. Ja, mit der Säge und aber es ist halt eine Einbahnstraße, ne? Und das Positioning ist natürlich, oder das Placement ist im Arsch. Naja, man kann nicht alles haben.
Und essen muss ich auch gleich schon wieder. Meine Güte. Und wie lange nehmen wir auf jetzt schon? Stunde 30? Ja, mei. Guck mal an. Da haben wir das Schlimmste ja schon hinter uns. Also, zwei Folgen? Drei Folgen. Drei Folgen. Halbe Stunde, ne? Ich kann natürlich auch mal gucken, da laut Zuschauer Statistik. Würden Folgen in der Länge von 10 Minuten völlig ausreichen? Teilweise sogar nur 5 Minuten. Aber das tut man nicht alles für die Fans. Du hast keine Fans. Ich weiß. So. Guck, hier. Oh, und hier machen wir... Komm. Hier machen wir die. Als Kontrast. Ach, die sind von unten auch so. Das ist natürlich, ne? Guck, hier so Tür drin. Hier noch alles irgendwie so oldschool. Das kommt natürlich noch alles zu. Und dann kommt man rein. Dann haben wir hier, bam, ein Technikraum. Junge, 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 Junge. Ah, so ein bisschen sieht man das Licht hier am Boden. Aber das ist okay. Das ist ganz cool. Und so, guck, hier, dann hat man nämlich... Da fehlt sogar noch einer. Ups. Oh, es fehlt überhaupt noch ganz viel Glas oben. Ich habe noch oben Glas in der Kiste. Da brennt noch vor sich hin. Ja, beziehungsweise inzwischen ist es durch. Siehste? Na gut, hat nicht gereicht. Na gut, der Keller ist egal. Das ist auch in Ordnung. Wir brauchen ja keins mehr. Das heißt, wir schmeißen die Kohle rein. Und dann machen wir nämlich jetzt hier schön aus dem... Machen wir dann schön Plastik. Und mit dem Plastik können wir Röhren bauen bis zum Abwinken. Und Plastik brauchen wir ja für den ganzen anderen Technikkram ja auch noch. Gibt ja nicht so viele Rezepte, die ohne Plastik auskommen. So, Steinsteine. Dann machen wir nämlich erstmal hier oben weiter. Die Frage ist jetzt natürlich, wenn wir hier runterbauen, wo kommen wir unten raus, wenn wir fertig sind? Also hier sind auf jeden Fall überall Steinsteine. Da kann man nicht dran rütteln, das ist so, das muss so. So. Ja, wie hoch das dann geht, da gucken wir gleich. Also, hier haben wir auf jeden Fall drei. Das heißt, wir gehen auf jeden Fall bis hier. Und dann zieht sich nämlich das Design mit den Treppen dann unten auch weiter. Und hier oben, da gehen wir auf jeden Fall bis hier. Na, weil, ja, drei hoch. Und runter gehen wir dann nämlich hier. Schauen wir gleich mal. Oh, das muss hier um die Ecke. Das heißt, das geht um die... Naja, ich mache ja schon wieder hell. So. Ich würde ja sagen, wir machen hier so einen kleinen... Dass das hier eben dann an eine Wand läuft. Dass hier eine Wand ist. Und dann gehen wir ab hier runter. Ja, dann. Schau mal, wir bauen mal erstmal Treppen und gucken mal, was wir dann hier überhaupt machen wollen. Also, wie gesagt, hier. Ist sie hinüber. Und ich habe keine mehr. Hier kommen die rein. Bis hier. Da wäre eine Quer drin. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, ich kann die aktuell ja nicht abbauen. So, das wäre so.
Das wäre so und es wäre noch. Also es müsste ja eigentlich hier schon zu Ende sein. Weil da drunter ja schon die Wand anfängt. Verstehst du? Hier ist ja. Wir machen die hier weg und machen da eine Wand hin. Dann ist das gar nicht so ein extremer Absatz. Kurz mal eine Behelfshacke. Boah. Wie kann man damit nur arbeiten, ey? Es ist. Ewig! Ewig, Junge, ewig! So. Hier ist natürlich dann die Decke. Dann wäre das so. Da müsste dann aber noch ein Absatz mit Treppen rein. Moment. Sonst stößt man sich nämlich da die Rübe. Das muss ja auch nicht sein. Ja. Na gut, hier wäre ja sowieso dann zu. Dann stößt man sich nämlich hier nicht mehr die Rübe. Aber das sieht halt hier irgendwie so merkwürdig aus. Das müsste alles ein weiter vor noch, ne? Gut, dann holen wir es mal weg mit der langsamsten Spitzhacke der Welt. Tut mir leid, ich laufe da jetzt nicht nochmal wieder rüber. Wir machen das jetzt erstmal so. So, da de ich setze erstmal nur ein, dass wir mal gucken können, wie das dann aussieht. Ja, man läuft schon sehr nah unterm Ding längs, ne? Nicht schön. So ist schöner, ne? Da ist mehr Platz. So ein bisschen offener irgendwie. Das heißt, wo sind wir zu Ende? Wir sind hier zu Ende. Das ist das, was ich meine. Ja. Hier kommt natürlich so eine mit so einer Ecke rein nachher, das ist schon alles okay. Und hier ist dann halt die andere Seite. Von dem. Ja, von diesem Gang. Eingangs-Öffnungs-Dings-Design. Es wäre auch nur hier oben. Der Rest, der bleibt dann ja so, wie es war hier unten. Ja, dann machen wir mal zu hier. Keine Treppen mehr. Machen wir kurz mal welche. So. 16 Stück. Die sollten zumindest ein bisschen reichen. So. 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 Ich nehme die hier schon mal raus, sonst vergesse ich die nachher. Na komm.
klopf, 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 klopf. So, endlich. Zack, 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 zack. So, so, da kommt auch eine schöne rein. So, 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 so. So, und hier kommt so eine andere Ecke rein. Damit hätten wir das. Oh, da sind wir noch ganz weit oben. Ich bringe den mal eben wieder hoch. So, wo sind sie? Hier sind sie. Zack, zack. So ist doch fein. Und dann kann man nämlich hier um die Ecke... hier hin. Da kommt ein Lichtloch rein. Und hier drüben, da müssen wir mal gucken, wo wir das reinsetzen. Natürlich sagen hier irgendwie 3 1 2 hier vielleicht eins hin. Wie sind wir denn? 1 2 3 und dann 2 runter. 1 2 3 und dann 2 runter. Na, fast. Ich baue auch gerade im Blindflug so. Und dann haben wir hier unser Loch. Beziehungsweise hier wäre ja offen. Das heißt, hier in der Decke ist dann irgendeine Art von Beleuchtung und das sieht irgendwie... dahin oder hier hin oder was? Eher hier oben hin, ne? Ja, ist besser so. Müssten wir hier drüben eigentlich auch bauen können, an der Stelle. Das sollte eigentlich klappen. Genau, hier dran hinter ist nämlich offen. Und dann haben wir nämlich da dann auch die Beleuchtung. Und hier... na gut, hier ist halt kein Loch. Es wäre ja theoretisch hier, aber das wird komisch aussehen. Hm. Oder? Nee, wir machen das so. Das ist schon okay. Das müsste hell genug sein. Ja, es ist, glaube ich, hell genug. Es ist ja ein Keller, letztendlich. Und hier unten im Technikraum, da ist natürlich dann heller. So, das bedeutet, dann bauen wir nämlich gleich mal das Loch hier vernünftig. Da ist irgendein Grund, weswegen das da oben bleiben muss. Das heißt, wir machen mal nochmal ein paar Steinsteine. Ja. Ups. Nö, doch. So. 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 Dann ist es nämlich von hier. Upa, gleich richtig. Ja, dann kommt da nur noch der Gitter davor. So, und dann hat man nämlich hier schön ein Lichtloch. Und von der anderen Seite, dann nehmen wir die wertvollsten Ressourcen, die wir haben und machen hier natürlich einfach wieder alles zu, dass das ordentlich ist. Upsala. Haben wir noch irgendwo wertvollen Cobblestone? Ja, wir haben sogar noch wertvollen Cobblestone. Da müsste eigentlich, könnte man doch hier auch ein Lichtloch machen. Da gibt es doch bestimmt irgendeinen Fachbegriff für, oder? Wenn so eine Fackel oder irgendwie so eine Beleuchtungsvorrichtung irgendwie in der Wand eingelassen ist mit irgendwie so einem Gitter davor. Nachher gab es das gar nicht im Mittelalter. Da. Da.
Ja, natürlich nicht. Das heißt, wir machen mal noch ein paar. Ja, komm hier, zack. Zack, 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 zack. Da hinten kommt eine wertvolle Ressource rein. Hier kommt eine wertvolle Ressource rein. Und hier wird... So, dann haben wir nämlich da unser schön asymmetrisches Lichtloch. Ich meine, noch hätten wir die Möglichkeit, das Ganze um 1 zu verlängern. Dann hätte sich auch das Problem mit der Mitte erledigt. Ja, komm, egal. Die ist jetzt weg. Und wieso ist eigentlich immer... Bin ich besoffen oder was? So. Wieso eigentlich immer Caps Lock an? Wachs endlich! Dran vorbeigelaufen. Idiot. So, ein paar hiervon. Ein paar, die habe ich drüben, ne? Bin ja auch ein Held. Dann würde ich sagen, wir machen uns da drüben auch mal so eine Wasserquelle. Wobei ich leider ganz ehrlich sagen muss, ich habe keine Ahnung mehr, wie ich mir die gebaut habe. Ich denke, das kriege ich hin. Ich habe ja noch alles drüben. So. Brauche ich mir nur gleich einen neuen Eimer zu machen. Oh ja, hier so langsam. Es wird schon cool. Es wird auf jeden Fall cool. Kommt man denn jetzt hier noch durch? Nein. Doch. Nein. Nein! Genau. Sudele. Ah, hier. Dann bauen wir den hier daneben oder so. Holz. Natürlich nicht, sondern nur noch hier unten. Guck mal hier, unten da Holz. Keine Ahnung, was da noch so an Holz gebrauchen. Ich mache einfach mal. So, dann. Das Eimerle. Und die Füßlein. Pling. Und, neuen Eimer. Jetzt bringen wir das nach oben und dann haben wir hier oben wunderschön. Pam. So. Ist halt blöd irgendwie, dass man jetzt rein vom Logischen nicht mehr so wirklich gut an die Säge rankommt. Aber hier wäre, glaube ich, noch blöder. Eimer. Zack. Ihr seht, wo die Reise hingeht. Ne, hier unten hin. Zack. Zack. Ist komisch, nicht? Hier kann man es klicken, aber bei dem anderen kann man es halt nicht klicken. Das ist total irritierend. Das bringt mich irgendwie aus dem Konzept. Und ich bin auch der Meinung, das ging mal. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. So oft wie ich spiele. So. Dann das weg. Dann brauchen wir 1, 2, 3, 4. Da gibt es 5 von. 1, 2, 3, 4. Da gibt es dann 10 von. Komm, was soll's. Dann würde ich sagen, machen wir 4. Und es ist immer noch nicht übersetzt.
Na, doch nicht die Treppe, du Idiot. Da, den Eimer. Da 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 da. Ja, mit Eimer. So, und rein und rüber. Und hier und zack. So. Das. Ah, ich muss natürlich erst. Nee, so und so. Mache ich denn da für einen Schwachsinn? Gut, dann haben wir nämlich 10 davon. Es ist gebrannt! Machen wir die hier mal. Und während es hier brennt, ich bin mal ganz kurz weg. Kleinen Augenblick. So, ich wieder da. Hier hat er auch dann schon mal 6 gebrannt. Das ist schon mal ganz gut. Die können wir nämlich dann schon mal nehmen. Wir wollten ja hier ein bisschen neue Hacken bauen. So, einmal. Den Rest kann man ja drin brennen lassen. Das ist ja okay. Der brennt da halt vor sich hin. Dann gucken wir nämlich hier unten mal eben, dass wir hier wirklich das Ding eins breiter machen. Es ist ja zum Glück jetzt wieder mit der schnellen Spitzhacke relativ schnell erledigt. Gut, man muss natürlich dann auch abbauen und nicht nur längs laufen. Ja. Klopf, 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 klopf. Dann kriegen wir sogar ein bisschen was von unserem wertvollen Material zurück. Das ist doch allerliebst. So, dann hat sich nämlich auch das Problem mit der Mitte erledigt. So schöne Ideen hier. Ja. Haben wir von denen wahrscheinlich einfach nicht mehr genug da, aber das ist nicht weiter tragisch. Ja, wir müssen ja Boden und Decke auch noch machen. Wir machen erstmal die Dinge, wo wir jetzt gerade dran bauen. Dass wir so ein bisschen Orientierung haben, wie und wo und was wir jetzt bauen müssen. Ja. Und hier oben auch. So. Den Rest, den kann man dann gleich immer noch wieder ordentlich machen. Ich würde jetzt ungern erstmal das Material für einfach dumme Wände verbrauchen, wenn ich denn auch hier mit den Dingern arbeiten müsste. Mit den Dingern arbeiten. Mit dieser Fläche, deswegen lege ich hier erstmal aus und dann passt das dann hier zumindest erstmal und den Rest müssen wir dann mal schauen, wer wir das dann gleich machen. So, das ist auf jeden Fall so der Bereich, mit dem wir dann hier arbeiten. Hier ist noch offen, das heißt, hier muss auch noch zu. Das zumindest und dann heißt das, dass wir ja dann da das die Umrandung bauen. Das heißt, hier kann ich wieder raus. hier oben kann auch wieder raus. Hier bleibt. Hier kann raus und hier kann raus. Statt der dämlichen Teils geben wir da ganz wertvolles Material rein. So. So, dann haben wir nämlich unseren ganzen schönen Kram hier einfach eins weiter rausgeschoben. Das heißt, hier können wir dann nämlich auch eine schöne Mitte machen. So. So, statt der dämlichen Steine kommt da wertvolles Material rein. Da müssen wieder billige Steinsteine rein. So. So.
Und einmal das Gitter davor, zack, fertig. So, guck mal hier, ist das nicht hübsch geworden. Dann machen wir jetzt drüben auf der anderen Seite auch nochmal und dann haben wir nämlich hier den Außenbereich quasi fertig. Upa. Zumindest was die Wände angeht. So. Nee. Gut. So, hier. Mal hier und hier und hier und hier und hier und hier. Einmal schön mit Stein, einmal schön mit Fackel. So, dann haben wir nämlich hier und dann machen wir hier vorne die Vorderseite auch noch eben kurz. So. So und so und so und zack. Und Decke noch, ne? Decke muss auch noch wieder schön. So, hier, guck hier, Decke schön, Decke schön, Decke schön. Dann haben wir nämlich hier, ganz wunderbar, man kommt da hin. Ja, die kann jetzt auch weg. Ja. Das machen wir mal erstmal zu. Das mache ich gleich nochmal wieder auf. So, man kommt da hin und dann hat man nämlich hier diese komische, modernere Optik. Und hier hat man eben den alten Stein. Und dann kommt man rein, hat man hier, bam, einen großen Raum. So. Und hier muss auch noch der Boden raus. Und dann müssen wir wahrscheinlich wieder irgendwie Styles. Stone Tiles. Die Styles müssen wir wahrscheinlich wieder welche machen. Ah, für den Boden könnte knapp werden, aber vielleicht rein. Idiot. Du Idiot! Ja, für den Boden wird es definitiv nicht mehr reichen. Aber vielleicht reicht es für die unterste Reihe an der Wand. Oh, es reicht sogar hier für die zweite Reihe noch. Oh, es reicht sogar noch für ein paar hier oben. So, und jetzt haben wir nämlich wieder keine. Das heißt, wir machen einfach nochmal wieder welche. Ah, komm, scheißegal, scheißegal, scheißegal. Ich denke mal, das... na komm, ich denke mal, das reicht.